Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem Video. Und ja Leute, in dem heutigen Video möchte ich euch die Solo-Variante zeigen für den GFK's Friends Glitch. Ja, da ja Rockstar Games in letzter Zeit wirklich sehr, sehr viele Glitches patcht und auch der letzte Solo, die letzte Solo-Variante wurde auch gepatcht, also die mit der Nachtclub-Garage. Ja, diese neue Version ist eigentlich fast dieselbe, nur anstatt der Nachtclub-Garage braucht ihr in diesem Fall irgendeine Garage in der Arena-Werkstatt. Und ja, fordert euch auf jeden Fall irgendein Auto dann aus der Arena-Werkstatt an. Welches Auto, das ist völlig egal. Und ja, merkt euch also auf jeden Fall, aus welcher Garage ihr das Auto hier angefordert habt. Ja, wenn ihr das gemacht habt, dann fahrt an einfach in das LSK mit rein. Angekommen, einfach wieder einsteigen ins Auto, dann drücken wir Viereck und X, um die auf die Teststrecke zu kommen, mit anderen Spieler beitreten. Wie gesagt, der Glitch ist eigentlich komplett derselbe, nur anstatt mit der Nachtclub-Garage machen wir das halt jetzt mit irgendeiner Arena-Garage. So, sind wir jetzt hier angekommen, dann fordern wir uns als nächstes einfach einen Job an von, ja, von Simeon, von Ron oder von Gerald. Das ist ganz egal, von wem, Martin geht auch. Einfach einen Job anfordern, dann warten wir einen kurzen Moment, bis der Job angekommen ist. Ist der Job dann angekommen, dann öffnen wir den Job, dann fahren wir einfach langsam Richtung Ausgang und sobald das Auto stehen bleibt, einfach X drücken und X durchspammen. Und ihr seht, wir haben jetzt so einen blinkenden Hintergrund. Ist auf jeden Fall perfekt. Jetzt bleiben wir so für 3-4 Sekunden einfach in dem Jobmenü drin. Verlassen einfach das Jobmenü. Und nun begeben wir uns einfach als nächstes zu unserem Auto. Einfach einsteigen, Viereck, Kreis, um das LSK zu verlassen. Als nächstes ja, müssen wir uns einfach nur noch zu unserer Arena-Werkstatt begeben. So, an der Arena-Werkstatt angekommen, dann fahren wir einfach mit dem Fahrzeug in die Werkstatt, in die Garage rein, wo wir es eben hier angefordert haben. Und ihr seht, wir haben schon so einen flackernden Hintergrund. Und ja, das ist auf jeden Fall perfekt. Als nächstes drückt ihr einfach nur auf Dreieck, um auszusteigen. Dann werdet ihr einmal durch die Map backen. Und jetzt seid ihr auf jeden Fall schon verglitscht. Ja, jetzt werde ich euch mal noch einen kleinen Trick verraten, wie ihr die Minimap wiederbekommen könnt. Dafür geht ihr einmal auf... geht ihr einmal ins Interaktionsmenü, dann geht ihr auf Markierung ausblenden, dann geht ihr auf Jobs, auf alle Jobs und alle Jobs müssen auf eigene sein, sodass hier die ganzen Markierungen und sowas auf der Map angezeigt werden. Und dann habt ihr, also ich habe mir hier vorne noch extra einen Job gemacht, den werdet ihr nicht haben, aber ihr werdet direkt hier vorne auf der Wiese so einen Jobkreis haben. Lauft einfach einmal in diesen Jobkreis rein. Mit Rechtssteuerkreuz bestätigen und wenn ihr einfach im Jobmenü drin seid, könnt ihr direkt wieder rausgehen und ihr seht, ihr habt jetzt unten links die Minimap wieder. Das erleichtert auf jeden Fall einiges für den GFK's to Friends Glitch und ja, jetzt könnt ihr gewohnt den GFK's to Friends Glitch durchziehen oben am Nullpunkt. Sagt einfach eurem Freund Bescheid, dass ihr jetzt verglitcht seid und dann könnt ihr den Glitch vollziehen. Und ja Leute, ich hoffe, das kleine, aber feine Video hat euch gefallen. Wenn es jetzt so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.